kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn scheinheilig: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet. Handle so, dann wirst du leben, hat Jesus gesagt. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Er gab sich damit nicht zufrieden, wollte sich rechtfertigen und er fragte weiter: Ja, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Wer ist mein Nächster? Da nahm Jesus die Frage auf und erzählte die folgende berühmte Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn die Räuber. Er wurde von Wegelagerern überfallen. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen. Verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Dann machten sie sich davon. Nein! Nun kam zufällig ein jüdischer Priester denselben Weg. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Wow, wie gemein! Genauso machte es ein Levit, ein Tempeldiener. Als er an die Stelle kam, ging auch er auf der anderen Straßenseite vorüber. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Wow, wie gemein! Schließlich kam ein Reisender aus Samarien, einer der verachteten Samariter. Als er den Überfallenen sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er wurde innerlich bewegt. Splank nitzomai, was wir heute Morgen gehört haben, griechisch bedeutet es, drehten sich ihm die Eingeweide um. Und der Mann jammerte ihn. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in die nächste Herberge, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Er versorgte ihn mit allem Nötigen. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke, 2 Denare also, und sagte: Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wenn du also mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt?
Und der Gesetzeslehrer antwortete: Natürlich der Mann, der Barmherzigkeit an ihm übte. Der Mann, der mit ihm Erbarmen hatte. Und Jesus erwiderte: dann geh und folge seinem Beispiel. Geh und mach es ebenso. Und wir würden heute vielleicht ein bisschen moderner auf Englisch sagen: Go and just do it.